Es geht weiter, Freunde, mit einer frischen und sehr eisigen Folge von Kona. Wir steigen ein ins Auto. Der alte Herr will unbedingt was zu saufen haben. In der letzten Folge haben wir den ja kennengelernt. Er will irgendwas zu saufen haben und wir kriegen dann dafür einen Mantel. Der Mantel wäre schon ganz gut, weil bei der eisigen Kälte, Leute, das könnt ihr euch vorstellen, ist ganz sinnvoll. So, wir gucken mal auf die Karte. Und zwar Auto stehen bleiben, stehen bleiben. So, Karte gucken. So, meine Damen und Herren. Okay, da einschalten will ich natürlich nicht. Kann ich irgendwie zoomen? Zoom? Ne. Wir sind auf jeden Fall da vorne. Wenn wir nach rechts fahren, müssten wir noch zwei weitere Häuser treffen. Und wir kommen ja von links unten über den Highway. Und müssen da wahrscheinlich ganz nach oben da. Da sind einige Stellen noch, wo wir her können. Aber gut, wir fahren jetzt mal. Wir können sogar mit Karte fahren. Guckt euch das an. Man sieht zwar nicht mehr so viel von der Strecke, beziehungsweise Straße. Deswegen packen wir die mal lieber ganz weg. Fahren ganz normal hier. Ist das so kalt? Ist das so kalt? Ich bin gespannt, wer hier unseren alten Chief da getötet hat. Und dann schauen wir mal, was hier für unheimliche Wesen oder Banditen oder was auch immer wir finden werden. Okay, müsste gleich jetzt eine Straße nach links oder rechts? Moment, Moment. Wir gucken nochmal auf die Karte. Wir sind hier vorne. Was ist denn da vorne? Da geht's auch irgendwie her, oder? Da ist auf jeden Fall irgend so ein Ding. Warte mal, wir steigen mal aus. Diese Kristalle da, Eis. Ne, das sind Eisklumpen. Die haben wir ja schon mal fotografiert. Und da hinten ist. Da scheint nichts zu sein, ne? The Polaroid. So. Foti. Foto machen bitte. Hallo? Zack. Behalten wir natürlich. Sieht gut aus. Wegwerfen? Wie wegwerfen? Nein, will ich behalten. Okay, dann müssen wir es wegwerfen. Ich will mal kurz gucken, was hier abgeht, hier vorne. Jetzt lädt er wieder. Jetzt lädt er wieder, Freunde. Das haben wir ja auch schon gehabt. Dass er immer die ganzen Sachen... Oh, da ist eine Höhle. Die ist aber nicht auf der Karte. Jetzt habe ich das Auto so weit stehen lassen. Egal. Unter Stress zieht Karl schlechter und sprintet kürzere Strecken. What the fuck? What the fuck? Scheiße, da kommen Wölfe raus. Oh mein Gott. Schnell mal. Ey, schnell. Ich muss zum Auto, Leute. Das ist zu kalt. Viel zu kalt. Viel zu kalt, Leute. Na komm schon. Och, der ist ja blöd. Der ist platt, der Junge. Ich glaube, ihm ist einfach sehr, sehr kalt. Ja, wir müssen mal mit dem Auto dahin. Boah, ich habe mich erschrocken vor den Wölfen, aber die greifen mich anscheinend nicht an. Das finde ich schon mal ganz gut. Wir werden auf jeden Fall mal den Revolver müssen wir mal rausnehmen. Weil jetzt habe ich so das Gefühl, den brauchen wir eventuell. Wo fahre ich denn jetzt hier drauf? Was ist denn da los? Ich bin noch nicht auf den Stein drauf gefahren. Nee. Ich kann da nicht herfahren. Was ist das denn für ein Schwachsinn, Leute? Jetzt bin ich extra zum Auto zurückgelaufen. Okay, na gut. Dann halt nicht, kein Problem. Kein Problem. Aber den Revolver hätte ich trotzdem gerne. Zack. Zack. So, dann laufen wir nochmal halt dahin. Mann. Immer so blöd. Warum kann man hier nicht mit dem Auto hin? Aber das Coole ist, der hat sogar zweimal Fußspuren von uns. Man erkennt die zwar nicht so stark, aber man sieht sie auf jeden Fall. Hier habe ich gedreht. Seht ihr selbst. Und jetzt nochmal ein paar Fußspuren rein. Sehr nice. Cool. Guck mal hier, wenn wir auf der Stelle stehen. Wenn wir uns bewegen, dann passiert nichts. Aber wenn wir hier so links, rechts gehen. So, Eishöhle. Okay. Bin ich mal gespannt, was wir da finden. Hier sind überall so krass geile, gefrorene Felsen. Das sieht zu cool aus. Wir haben nicht mehr viel. Oh, warum können wir die nur noch wegwerfen? Ich will die behalten. Hat er die jetzt weggeworfen? Nee, verdammt. Naja, dann lassen wir das. Taschenlampe? Boah. Wirklich nicht? Okay, wir müssen wieder raus, Leute. Oh nein! Hallo? Game over, oh mein Gott. Checkpoint laden, verdammt. Wie bitter. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin nur ganz kurz reingegangen und dann stand der Karl würde nicht allzu lange in diesen Kleidern durchhalten können. Aber irgendwie war das deutlich kürzer, als ich irgendwie ja, mir vorgestellt habe. Na gut, nochmal das Ganze von neu. Jetzt wissen wir wenigstens, dass da nichts geht und brauchen da auch gar nicht anhalten. Fahren wir direkt weiter bis zum nächsten Häuschen. So ein Mist, ey. Dafür brauchen wir die Jacke. Aber dass er so krass erfriert, naja, ich weiß nicht.
Und da ist ja auch eigentlich geschützt, ne? Besser als hier im Schneesturm draußen. Aber gut. Rechts einmal. Dann Vollgas. Mit 40 Meilen über die Schneestraße. Ach, ist das nicht schön hier. Ich finde so Landschaften richtig geil, wenn es nicht richtig kalt wäre. Und man sich jedes Mal den Arsch abfrieren würde. Also ich finde das schon ziemlich faszinierend. So, hier waren wir. Hier vorne ist das Ding. Wir fahren aber weiter nach links. Was ist hier vorne? Ah, ich glaube, das ist das Haus. Wir gucken mal einen Blick auf die Karte. Hol den mal raus, Karl. Karl? Karl? So, genau. Hier links finden wir das nächste Haus. Fahren wir mal hin. Jetzt müssen wir natürlich bedenken, dass wir... Oh, schon wieder Ladezeiten, Leute. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. Das ist nicht so optimal, ist, sage ich mal, programmiert. So, hier ist das nächste Haus. Haus der Patrioten. Beziehungsweise des Patrioten, Entschuldigung. So. Untersuchen wir mal das ganze Mistzeug hier. Ist hier irgendwas Tolles? Ja, nur Kisten. Das Auto können wir mal wieder nicht. Was wieder typisch ist für das Game. Ah doch, hier vorne können wir rein. That truck had obviously seen its share of können wir mal reinsetzen? Kontrollieren? But he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old Peter back from his life. Ja, das wäre auch eigentlich letztendlich egal. Also, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Wir müssen das Auto ja nicht retten oder sowas. So, da hinten ist eine Axt. Aber wir haben auch, glaube ich, eine Axt. Was da hinten? Dart? So, irgendeine Zielscheibe. Auf jeden Fall, da können wir wahrscheinlich Schießen üben oder sowas. Ja, tatsächlich. Liegen da vielleicht Munition oder sowas davor? Nee, nur Steine. Und das... Oder Stress... Okay, Moment. Ich will jetzt nicht irgendeinen Fehler machen. Deswegen nehmen wir mal den Revolver, bevor wir irgendwie in irgendein fremdes Haus reingehen. Das will ich nicht nochmal machen, Leute. So. Und jetzt Inventar. Inventar, hallo. Ausrüstung. Zack, nehmen wir mal die in die Hand. Haben wir überhaupt was zum Zielen? So, können wir zielen. Okay. Gut. Erstmal kontrollieren wir natürlich, was hier abgeht. Ist da jemand drin? Okay, nur ein Scheißhaus. Und hier liegt... Was liegt da? Zigaretten. Hat einer reingemacht? Keiner hat reingemacht. Okay. Ja, raus, Karl. Na, schließ auch die Tür. Ach, die schließt sich eh automatisch. Kein Problem. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Ein paar Tonnen. Da unten ist Wasser. Was hier? Ah, auch nichts, was wir irgendwie gebrauchen könnten. Ach, die haben den Müll irgendwie runtergekippt und die sind irgendwie ins Wasser gefallen. Die... Fässer. Garbage trucks rarely made a stop in the area. Die haben nicht echt, die haben alles im See ver... Ach nee, diese Umweltverschmutzung, Leute. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Haus des Patrioten, ey. Was haben wir hier? Ah, hat mich schon an The Forest erinnert, wie hier. Zum Runterklettern, ey. Naja. Gucken wir mal, was hinterm Haus ist hier mit der Axt. Das hat mich ja interessiert, ob wir die mitnehmen können. Wir können auf jeden Fall ein bisschen Holz mitnehmen. Können wir nicht, ne, ist voll. Hier, wieder rein. Wow. Eine Flasche Bier. Heißt das, wir können dem Alten jetzt Bier geben? Hier ist leider nichts drin. Und hier ist ein paar Streichhölzer drin. Das Haus sieht leer aus, wenn ich das jetzt so spontan sagen kann. Okay, dann können wir rein da. Können wir auch das Ding wegstecken. Ich hoffe, da versteckt sich nicht irgendeiner hinter der Gardine oder sowas. Obwohl die Tür überhaupt auf ist. Die Tür ist auf. Nice. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. So, einmal aufmachen, bitte, mit vollmachen, damit wir uns auch schön wieder aufwärmen können. So, Schrank können wir auch reingucken. Was haben wir hier? Einen Brief, Mitteilung. In Africa and elsewhere, ah, der Erzähler, der erzählt viel. RMs to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up. Abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. Okay. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against a faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, Och, Erzähler, komm schon. Mitteilung, die Unabhängigkeit Quebecs wird nur mit Gewalt erreicht oder überhaupt nicht. Haha, okay, legen wir mal weg. So, was haben wir hier noch Tolles? Hier haben wir irgendeine... Ah, das sind Platten, glaube ich. Invaded the minds of men, even in the remotest of Nur Socken und Unterhosen. The man didn't own a turntable, though. Okay, hier so ist ein Bett, wo wir uns am besten ja, ausruhen könnten.
hier mal eine Geldbörse. Gucken wir mal rein. Agent Blouin. Seems like that pig had a name after all. Wer ist das? $20 sind da noch drin. Na gut, stecken wir auch mit ein. Können wir vielleicht mal gebrauchen. So, hier geht's weiter. Hier haben wir Geschirr. Warum Geschirr spülen, wenn es noch Frisches gibt? Ja, das ist natürlich eine gute Einstellung. Warum neue Sachen kaufen, Leute, wenn man... Waschen, wenn man Sachen neu kaufen kann. Radio können wir hier anmachen. Schublade ist leider leer. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Ne, sieht nicht so aus. Hier haben wir irgendwie einen Ständer. Ein Ständer für Gewehre. Ah, okay. Hier können wir kochen. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. Okay, der... The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Chiribou zubereiten, Leute, das machen wir doch. Chiribou ist das, was der Typ haben wollte. Machen wir mal. Ein Chiribou, nice. Was haben wir hier? Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. Okay. No, this was a junkman piece of operations. The guy definitely seemed ah, hier ist noch quite the expert in scavenging scrap metal. Oh, der erzählt so viel. Erzählt so viel. So unglaublich viel, der Erzähler. Could sell like hotcakes. Ah, das ist krass. So, traditionelles Caribou-Rezept. Weißer Whisky zu viel gibt in Siegerkarini. Sherry für den reifen Geschmack. Gewürze für ein klein wenig. Den kochen einen kleinen Eintopf. Okay, haben wir gelesen. Hier können wir nichts mehr machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt Caribou gekocht. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich zum Alten fahren, die Jacke holen und, ich habe immer so Angst, wenn man auf einmal rausgeht und dann steht da wer. Stellt euch das mal vor. Oh, hier waren Wölfe. Die sind da hinten hingelaufen. So, wir fahren zum Alten, holen uns Chiribou, bringen Chiribou und dann gehen wir in die Höhle da rein. Das interessiert mich im Moment am meisten. Dafür müssen wir erstmal hier drehen. Moment. Rückwärts. Ja. So, fahren wir hier raus. Mission accomplished with the und weg Nectar hier. In his hands. Kann man hier irgendwie Kreuzchen machen auf der Karte, dass man weiß, dass man hier schon mal war und es nichts mehr Besonderes gibt? Ich glaube nicht, ne? Hoppa. Hoppsa, hopp. Oh, das wird... Das, oh, der slidet richtig rein in die Kurve. Aber hier links. Was haben wir hier noch? Der fährt einfach weiter. Ich gebe gar nicht Gas, aber der fährt weiter. So, hier müssen wir links, Leute. Ach, hier durch, verdammt. Der Schneesturm benebelt meine Sinne. Jetzt lädt er wieder. Ja, geil. Sehr geiles Spiel. So viele Ladezeiten hier. So, wir sind aber beim Alten wieder da. Wir geben dem Wasser will, Charibou. Oh, ich kann nicht gegens Haus fahren, beziehungsweise an die Treppe richtig parken. Das funktioniert leider nicht, schade. So, mein Guter. Ich hab dir gebracht, was du willst. Ich bin's. Ganz ruhig. Halt deine Flinte steif. So, mein Guter. Chiribou, hier. Oh, quand on cherche on trouve. Parce que je t'aime bien, Astor, je vais te dire quelque chose. Oh ja, erzähl mal. Tu fais bien de prendre ma pelisse. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Okay. Le froid oui. Qui glace, oui, oui. Comme t'en as jamais connu dans ta vie. Okay. So, vielen Dank, mein Herr. Vielen Dank, mein Herr, für diesen tollen Mantel. Ah, ich fühle mich schon direkt besser. Guck mal, wir haben direkt fette Schuhe bekommen dazu. Nicht nur Mantel, auch Schuhe. Und Hose wahrscheinlich auch. Ja, danke, Alter. Hau rein. Lass dir gut gehen, ne? Ma ceinture, où est-ce que je glissais mon flasque. Ja, okay. Na gut, ja. Vielen Dank. Hau rein, Alter, ne? Macht kein Blödsinn, ne? So, rein hier ins Auto. Zurück zur Höhle. Die wir vorhin leider nicht untersuchen konnten, aber jetzt habe ich da keine Zweifel mehr. Erstmal hier ausparken. Platz genug haben wir ja hier. Der hat einen richtig fetten Hof, der Gute. Auf die Bremse hätte ich schon fast gesagt. Nein, nicht auf die Bremse, aufs Gaspedal. Dann fahren wir hier weg. So, hier rechts. Upsa. Da bin ich mal gespannt, was wir in der Höhle finden. So, dann mal gucken, dass wir hier... Ah, das ist nicht hier, ne? Noch nicht, noch nicht. Noch nicht hier, noch nicht hier. Müsste hinter der Kurve sein hier. Ups. Und dann hier vorne. Ja, dann müssen wir nämlich hier parken. Aua, Karl. Und fahren müssen wir nochmal üben. So, wir parken natürlich sehr weit rechts, damit Autos, die nicht kommen, hier links vorbeifahren können. So, jetzt rein da, Leute. Jetzt rein da. Ah, es kommt wieder die Ladezeit. Die habe ich natürlich ganz vergessen. So. Wir sind aber diesmal auch schlauer und nehmen uns natürlich den Revolver in die Hand. Wir haben 3 Schuss. Ist nicht besonders viel.
Aber ich hoffe, die werden wir nicht gebrauchen. Das wäre am idealsten. Und ich hoffe, dass wir nicht hier frieren. Also wenn diese Meldung kommt, dann können wir auf jeden Fall noch nicht hier rein. Vielleicht brauchen wir irgendwie so speziellen Anzug. Wow, die Wölfe kommen da wieder raus. Wow. Aber greifen? Angreifen tun die mich nicht. Das ist schon mal gut. So. Wenn die Meldung nicht kommt, dann ist alles okay. Keep out. Totenköpfe sind da drin mit einem Ausrufezeichen. Das heißt, man soll hier fernbleiben. Luckily, was ist hier drin? Wow, jetzt kommen wir hier durch, Leute. Into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Oh, oh, ich habe so Angst, was da drin ist. Ich hoffe, da ist kein Bär drin oder sowas, ne? Was ja schon fast Sinn machen würde, dass ein Bär sich hier aufhält, ne? Scheiße, wohin? Ich geh mal erstmal hier nach... Na, ich gehe jetzt mal nach links, Leute. Ich will nicht, dass hier ein Bär ist, Leute. Ich will nicht, dass hier ein Bär ist. Bitte, bitte kein Bär. Hier sind ein paar Kisten, ja. Wasser. Wasser in flüssiger Form. Okay. Hier ist ein Hammer. Nice, den können wir natürlich gut gebrauchen. Aha, okay, hier geht's weiter. Hier haben wir auch noch was. Eisenwaren, sehr gut. Was haben wir hier? Eine Tasche. Das ist drin. Anzünder, Streichhölzer, sehr gut. Alter, was ist hier? Ich höre Geräusche. Wären wir jetzt da hochgekommen, zufälligerweise, von da? Ich glaube, ja. Hier haben wir nochmal... Oh mein Gott. Da ist ein Wolf, Leute. Da ist ein verfluchter Wolf. Und der sieht ziemlich böse aus. Ich muss Feuer machen, ne? Ich muss Feuer machen, ich muss Feuer machen. Ich guck mal kurz, ob das der Weg ist. Ich vermute mal, ja. Ja, das ist er. Okay, da ist jetzt ein böser Wolf, der uns auf uns wartet. Verdammt, ey, ich will keine Wölfe töten. Auch keine Tiere, allgemein. Aber ich... Boah, verdammt, der ist richtig böse. Ich meine, ich habe jetzt eher einen Bären hier erwartet, aber gut. Gucken wir mal. Können wir irgendwie schnell? Nee, das ist nicht schnell. Vielleicht können wir irgendwie eine Taste, Schnelltaste. Pistole? Haben wir nicht, okay. Dann müssen wir irgendwie auf I dann drücken. Schnell genug, hoffentlich. Wenn wir die Pistole wirklich brauchen. Wolf? Wo ist der hin? Der ist zurückgegangen. Oh shit, ist das spannend, ey. Brücke bauen. Können wir die bauen? Nein. Wir hatten genug Materialien mit. Oh, ist das geil, ey. Aber der Wolf ist noch nicht da runtergefallen. Ach, vielleicht auch ein Bug, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Oh Mann. Was knistert hier, ey? Flucht. Oh Mann, irgendwas. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Was ist hier, was ist hier, was ist hier? Oh Mann, ey. Es geht weiter, Freunde, in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal bei Kona.